Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin die Pamela und freut mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Heute habe ich ein aufgebraucht Video für euch und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt gleich mal los. Ich habe hier alles, was ich aufgebraucht habe, was vielleicht auch demnächst abläuft, was mir nicht mehr so gefallen hat, was ich vielleicht auch weitergeben werde und das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Also, ich habe meine ganzen Pinsel, die was ich am Anfang benutzt habe, habe ich jetzt aussortiert. Erstens einmal waren sie nicht so toll, für den Anfang haben sie aber alle mal gereicht. Aber ich habe jetzt schon so viele tolle Pinsel und auch habe ich auch diese neongelbe Serie und das reicht mir auf alle Fälle. Die werde ich weiter verschenken und ja. Dann habe ich auch noch diesen Pinsel gekauft gehabt. Da war ich aber auch nicht so zufrieden. Und na, geh rein. Und auf der anderen Seite waren hier noch so kleine Pinselchen drinnen. Die kommen auch weg. Dann habe ich noch einige Lippenprodukte, die was jetzt aussortiert werden. Und zwar einmal habe ich so ein Lipgloss, ein rosa Lipgloss. Ich denke, das war Catrice. Aber, nein, Essence ist der. Essence 02 Smile Sparkle Shine. Dann habe ich noch einen von Essence. Das ist ein matter Lipstick. Genau, Everyday. Steht da noch irgendeine Farbbezeichnung drauf? Nein. Steht nicht drauf, aber ist auch so ein Newton. Dann habe ich hier noch so ein Yves Rocher Lipstick. In der Farbe, ich weiß nicht, ob das ist Farbnummer 102. Das ist auch so ein Roséton. Das ist alles so ähnlich. Und der hat mir die Lippen ein bisschen zu sehr ausgetrocknet. Das mag ich einfach nicht. Dann habe ich hier noch einen MAC Lippenstift. Also auch so einen Liquid. Powder Kiss Liquid Lip Color, den habe ich erst aufgemacht, den habe ich jetzt zweimal benutzt, aber der trocknet mir, obwohl es MAC Cosmetic ist, trocknet mir einfach die Lippen zu sehr aus. Das mache ich einfach nicht. Ich brauche Pflege und wenn das dann so trocken wird, das mag ich überhaupt nicht. Und genau das gleiche war der von Banana Beauty, den habe ich auch ein oder zweimal getestet und der gefällt mir leider auch überhaupt nicht. Bekommt eine liebe Freundin, die freut sich drüber und ich teste einfach weiter, weil ich habe eh so viele Lippenprodukte, da stört das überhaupt nicht, wenn das ein oder andere Produkt jetzt einmal nicht funktioniert und der andere freut sich einfach. So, als nächstes habe ich hier die Big Rasierer, das sind meine Lieblingsrasierer, die habe ich wieder mal aufgebraucht, die sind sehr gut. Und dann habe ich einiges an Sonnencreme-Produkten, was ich aussortiert habe. Genau, ich glaube, ich habe jetzt alles erwischt. Die war es jetzt dann im Sommer ablaufen, weil die halten ja eigentlich die meisten nur ein Jahr. Da hatte ich von Jean & Len das sensitive Sonnenspray Lichtschutzfaktor 50. Fand ich aber eigentlich ganz gut, nur mir ist leider am Anfang da dieses Dings gleich abgebrochen. Es hält aber eben nur ein Jahr und das gebe ich dann wieder weg. Das ist das Ablaufdatum. Dann habe ich noch ein Sport-Sunspray. Das haltet ja auch nur ein Jahr. Lichtschutzfaktor 30. Das konnte man sich auch auf die Haare sprühen. Das ist für Haar- und Kopfhaut. Es ist transparent, wasserfest und klebt nicht. Das war auch super für meinen Sohn, weil konnte man schnell alles so einsprühen. Es ist vegan. Das habe ich sogar beim Hofer gekauft. Also das war, also wenn sie es heuer wieder haben, dann nehme ich das auf alle Fälle wieder. Dann habe ich noch ein After Sun Produkt von Garnier Ambre Solaire. Beruhige Feuchtigkeitsmilch mit 24 Stunden Feuchtigkeit. 200 Milliliter, da ist auch ehrlich gesagt nicht mehr viel drinnen. Und dann habe ich hier noch ein, das ist ein bisschen schade, weil das ist fast noch voll, aber wie gesagt, das hält sogar nur 6 Monate leider. Das ist eben von Skin Beauty Products
von Wien ist das. Aromatherapie, Mermaid's Kiss, da ist natürliche Aromaöle sind da drinnen, Aloe Vera, Sea Algae und Minze, das ist eine erfrischende und kühlende Bodylotion, pflegt und beruhigt empfindliche Haut. Ja, das hätte ich eigentlich vielleicht so im Sommer dann immer auch so benutzen können, aber ich habe es eigentlich dann nur gemacht, wenn meine Haut von der Sonne ein bisschen beleidigt war. Und wie gesagt, es fehlt fast überhaupt nichts. Also das habe ich gesagt, das habe ich leider nur ein paar Mal benutzen können. Dann habe ich hier noch ein paar Haarpflegeprodukte. Ich schaue mal ganz schnell. Ah, hier habe ich noch ein Sonnenprodukt. Und zwar, das habe ich auch leer gemacht. Es war so ein kleines Pröbchen, Day Long Ultra, Lichtschutzfaktor 25. War ganz okay, also habe ich nichts dagegen auszusetzen. Dann habe ich dann Haarprodukte. Und zwar habe ich hier, das war vom Friseur, eine Mangala Color Fresh Up. Da hatte ich die Haare lila gefärbt und das ist auch jetzt abgelaufen. Das gebe ich auch weg. So, schauen wir mal, ob wir da noch ein Haarprodukt hatten. Ah, wir haben noch ein... Genau, wir haben noch ein Sonnenprodukt, das habe ich auch leer gemacht. Das war mit Lichtschutzfaktor 50 plus. Das war auch sehr gut. Das war, glaube ich, von der Apotheke sogar. So, dann habe ich hier ein Schwarzkopf-Daftvolumen-Puder für alle Haartypen geeignet. Das habe ich jetzt gerade in Anwendung und weil das hält eben, wie gesagt, 50 Anwendungen am. Es ist okay. Es ist jetzt nicht so mega Volumen, aber ein bisschen Volumen macht. Aber normalerweise habe ich das eigentlich nicht gehabt. So ein Puder habe ich eigentlich noch nicht ausgetestet gehabt. So, dann haben wir eigentlich dann, genau, dann haben wir hier noch ein Foodprodukt. Und zwar habe ich von der Brigitte Box, hatte ich dieses Rabenhorst Eisengetränk drinnen mit... Das ist eben für die Blutbildung und den Energiestoffwechsel. Da ist Traube, Himbeere, Kirsch und Hibiskusblüte dabei. Und das fand ich echt gut und echt lecker. Das habe ich gleich getrunken. Das fand ich super. So, dann hatte ich noch ein Foodprodukt. Und zwar waren da auch noch diese Glückminis drinnen. Da waren vier unterschiedliche Marmeladesorten dabei. Und zwar Himbeere, Aprikose, also Marille, Erdbeere und Johannisbeere. Die fand ich mega lecker. Ich bin eigentlich kein Marmeladefan, aber die waren richtig gut. Ich habe jetzt auch nur mehr ein kleines Gläschen, ein halbes, glaube ich. Und die anderen sind alle schon vernichtet. So, als nächstes habe ich dann noch ein Produkt, das habe ich beim Action gekauft. Das ist ein Lufterfrischer mit Lavendel und Patchouli. Das ist mega gut, da habe ich auch schon wieder das nächste. Also ich habe noch so eines und das steht jetzt schon wieder im WC, weil ich finde, das ist echt gut. Und das hat eben natürliche Inhaltsstoffe drin. Das ist mir immer auch sehr, sehr wichtig. So, als nächstes, dass ich mich hier ein bisschen durchblicke, machen wir dann noch zweimal Nagellack. Und zwar einmal von Bershka, die Neon Nails. Hat mir nicht so gut gefallen, der war auch zu durchsichtig. Und ja, dann habe ich den Manhattan ausgetestet, der ist auch, hat mir auch nicht so gut gefallen. Also die werden jetzt aussortiert. Als nächstes mache ich jetzt dann noch, jetzt haben wir eigentlich nur mehr Pflegeprodukte, genau. Und zwar, das war Cremeöl-Peeling vom Knapp, das war im Adventskalender drinnen. Das ist mit Kamelie und Argan, ein Zuckerpeeling und nährende Ölcreme. Das habe ich mit so einem Peeling-Handschuh gemacht und das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dann habe ich noch ein anderes, das war ein Mandelkörper-Peeling. Da war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich glaube, das war auch einmal in einem Adventskalender drinnen, aber vom Action, glaube ich. Und da waren ganz kleine Kügelchen und da hat man gar nicht gemerkt, dass es irgendwie gepeelt hat. Das hat mich überhaupt nicht
Ah, ich habe noch ein Peeling. Und zwar, das habe ich erst gestern gemacht. Das war das Duschsalz-Peeling von Balea. Die Konsistenz war sehr gewöhnungsbedürftig, weil es echt wie ein Salz war. Aber die Pflegewirkung war Wahnsinn. Also das war echt ein super Produkt. Und würde ich mal sogar vielleicht nachkaufen, muss ich sagen. Also das hat mir echt gut gefallen. So, als nächstes machen wir. Ja, hier habe ich noch zwei Masken. Und zwar, die eine war von Balea. Die war mit so einer Orchidee drauf. Ich weiß jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, das war eine Crememaske. Und ich habe hier noch drauf geschrieben, hat ein wenig gebrannt auf der Haut. Also war nicht so angenehm. Also kann ich, für meine Haut war sie zu aggressiv. Und da ich mir ja meinen Mini-Mask Foreo gekauft habe, habe ich diese Call It A Night Revitalizing and Nourishing Ginseng und Olivenöl. Ist da drinnen 6 Gramm und ich muss sagen, ich liebe sie. Die nimmt man eben am Abend und mit dem Foreo Mini Mask ist es sowieso super, weil das Gerät wird dann warm und es leuchtet dann rot. Dann gehst du rüber über deine ganze Haut, dann kühlt es wieder ab und das ist total entspannend. Wie so ein kleiner Spa-Moment zu Hause. Und es ist aber so viel Serum drinnen in dieser kleinen Mini-Maske, ich mache es meistens sogar dreimal hintereinander und am nächsten Tag und auch danach, die Haut ist einfach total prall und aufgefüllt, total super, wirklich, spendet super viel Feuchtigkeit und ich bin mega, mega zufrieden und ich denke, es macht auch das Gerät einfach, es nimmt die Haut nimmt die Feuchtigkeit einfach viel besser auf. So, dann haben wir, wenn man schon gerade bei der Maske war, würde ich sagen, mache ich mal auch gleich einmal die ganzen Ampullen, was ich hier habe. Aber die brauche ich euch nicht extra zeigen, denn ich habe das die Verpackung und da seht ihr alle Ampullen, die war von Dalton. Da war drinnen die Multitasking-Ampulle, die mattiert die Haut ab ohne Kompromisse, mit weniger Austrocknung, die fand ich wirklich gut. Dann die No Filter Needed, zaubert einen ebenmäßigen Teint und glättet die Hautstruktur, die fand ich auch sehr pflegend. Was ich nicht gut fand, das war diese rote Ampulle, denn die war die Oh My Blush. Also das stimuliert und sorgt für einen rosigen Teint. Aber mir hat das echt voll gebrannt und die war überhaupt nichts für mich. Die nächste war die Sleeping Beauty. Das ist so eine Zwei-Phasen-Ampulle. Repariert Hautschäden und mit Enzymen und viermal mehr Spannkraft. Die war, glaube ich, die was ein bisschen zu ölhaltig für mich war. Die fand ich nicht so toll. Und dann gab es noch eine Stressless-Ampulle. Verteidigt die Zellen vor inneren Stress und sorgt für eine erholte Ausstrahlung. Die fand ich eigentlich auch ganz gut. Also nur zwei waren bei mir nicht so gut. Und was ich auch noch toll finde, da hinten ist ein 20% Gutschein drauf. Und wenn man was nachbestellen will, ja, ist auch nicht schlecht. Dann, wenn wir schon mit Ampullen sind, hatte ich noch von Bavor Ampullen im Adventskalender drin und die musste ich natürlich unbedingt ausprobieren, denn von Bavor ist eigentlich die High-End-Marke, genauso wie Dalton, habe ich schon so viel gehört und ich muss sagen, die ist wirklich super. Da habe ich jeden Tag, habe ich morgens und abends, also morgens eine halbe und abends auch eine halbe, weil die sehr ergiebig sind und sehr viel drinnen sind und die spenden wirklich super viel Feuchtigkeit und ich glaube, diese Packung kostet auch 20 oder 30 Euro, also die sind echt hochwertig, da merkt man gleich den Unterschied. So, als nächstes habe ich hier noch eine Argan Plus, das ist eine Handcreme. Die fand ich jetzt nicht ganz so gut, weil die auch sehr ausgetrocknet hat, die Hände. Und deswegen fand ich das wirklich nicht gut. Was ich auch nicht gut finde, obwohl viele davon begeistert sind, ist das Deep Sleep Pillow Spray. 5 ml, den hatte ich auch im Adventskalender drinnen. Und
muss sagen, ich fand, das hat gerochen nach Mottenspray irgendwie. Also ich kam mit dem Geruch gar nicht klar. Als nächstes habe ich hier noch, genau, das war der Peeling-Handschuh. Den habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Der ist natürlich schon grober, aber zum Peelen ist er ganz okay. Also er hat mich nicht aufgeschürft oder so, aber er ist halt schon ein bisschen grober. Was hier noch habe an einem Nagelprodukt, hatte ich noch drinnen so ein Nagelspitzenweiß und das war jetzt auch einfach schon abgelaufen, beziehungsweise trage ich das einfach nicht mehr. Als nächstes, und das hatte ich echt jetzt lange in Anwendung, war meine Tagescreme, 70 ml von einem Glowing Moisturizer, also was auch sehr viel Glanz gibt und Glow. Schaut so aus. Und da kam ich wirklich lange aus und es war okay, die Wirkung war nicht schlecht, sagen wir es mal so. So, dann habe ich von MAC den Cleanse of Oil ausgetestet mit 6 ml. Da war auch im Adventskalender drinnen. Und das ist halt schon sehr, es ist halt ein Ölprodukt und hat mir jetzt nicht so gefallen. Auf die Augen schon gar nicht. Da war dann gleich alles verschwommen und im Gesicht. Nein, also so Ölreiniger mag ich jetzt irgendwie nicht. Also ich mag das lieber, wenn ich das mit einem Reinigungsschaum, beziehungsweise mache ich das mit meiner, also zuerst mache ich mal den Augen-Make-up-Entferner rauf und dann reinige ich mein Gesicht mit meinem Vorhang, mit meiner Gesichtsbürste und dann gebe ich einfach ein Reinigungsgel oder einen Reinigungsschaum drauf und dann kommt noch mein Toner drauf und dann eben die Pflege, ne? Also ich reinige eh öfters, aber dieses Öl hat mir nicht gefallen. Was ich gestern ausgetestet habe, zum ersten Mal, sind diese Lashes und die sind mir gleich entgegengefallen. Also ich wollte die vorsichtig runterlösen und ging nicht. Die waren gleich kaputt und deswegen absolutes Flop-Produkt, absolut. Was ich jetzt noch hier habe, jetzt sind wir aber schon ziemlich am Schluss, hatte ich auch im Adventskalender drinnen. Das ist ein Pixie Toner. Ja, den fand ich eigentlich ganz okay. Glow Tonic, also so richtig strahlend habe ich mich nicht gefühlt, aber 100 ml waren da drinnen und waren natürlich auch relativ schnell weg. Was ich auch längere Zeit in Anwendung hatte, war der KU2 Cosmetics, das war das Wimpernserum, wo ich eigentlich extra im Internet geschaut habe, aber da waren super Bewertungen, aber ich konnte bei meinen Wimpern nichts feststellen, dass sie dichter geworden sind oder ja, mir das irgendwie irgendeinen positiven Effekt gebracht hätte. Was ich hier noch weggegeben habe, war dieser Lippenstift. Hat mir jetzt nicht mehr so gut gefallen und war mir dann irgendwie auch zu hell und deswegen kommt der jetzt weg. Und das letzte Produkt ist der Kiko Milano und den habe ich hier. Der hat quasi, kann man rausdrehen, ist so, also ein Eyeliner, ne? Aber kein flüssiger, sondern eher so ein bisschen kohliger. Hoppala. Und hier hinten kann man hier noch, ist ein Schwämmchen dran. Und wie gesagt, den habe ich gerade in Anwendung und ja, den finde ich nicht schlecht. Aber wie gesagt, meistens nehme ich eigentlich den Aieco, weil der ist echt spitzenmäßig. Den finde ich so, so gut. Sieht man das? Ja, jetzt sieht man es. Und ich komme mit dem echt gut klar. Und ich bin jetzt kein Eyeliner-Profi. Deswegen ist das super. Aber wenn ich mich mal vermal, dann gehe ich auch gerne mit dem dann oben noch drüber, weil der macht wirklich eine gute Linie und ist nicht so unpräzise wie der normale Kajal. Und deswegen, ja, das waren jetzt meine Produkte. Also, ich schaue mal. Jetzt haben wir ja eh schon bald Ende Dezember. Ich denke, für Dezember werden wir jetzt nichts mehr voll kriegen, aber im Jänner melde ich mich auf alle Fälle wieder mit einem Aufgebraucht-Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt es mir einen Daumen nach oben. Folgt gerne meinen, kostenlos natürlich, meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich freue mich wieder, wenn ich euch beim nächsten Video begrüßen darf. Tschüss, eure Pamela.